Moin und willkommen bei SeaCrowds, dem Portal für World of Warships und World of Warplanes. Ich bin Maracha und heute gibt es wieder ein paar Flaschenpost-Infos von uns. Wir wollen die letzten Tage ein bisschen Revue passieren lassen. Ist ja viel passiert. Ich habe hier schon mal an der Seite ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die wir heute hier kurz bearbeiten wollen. Ich möchte das auch im Schnelldurchlauf machen, weil viel davon habt ihr sicherlich schon gesehen oder gelesen. Und ja, wie auch immer, es geht jetzt los hier. Also, wir haben ein paar Informationen rund um die Operation Hermes hier zusammengetragen, die in verschiedenen Quellen verfügbar waren. Hier sind nochmal ein paar Bilder, wo man dann auch die ein oder andere Gefechtskarte oder den Hintergrund sehen kann, wo nachher die Kampagne drüber laufen wird. Ja, da gibt es hier noch so ein nettes Bild, das sieht eigentlich ganz cool aus. Kann man sich schon mal richtig freuen. Und hier ist schon mal so eine erste Karte, wie die taktisch dann wohl aussehen wird. Ja, ist ein Entwurf vom Supertest. Gut, weiß man jetzt nicht genau, ob das nachher auch wirklich alles so kommen wird, aber das sind schon mal ein paar Informationen. So, und ja, es wird die Vermutung, es gibt halt die Vermutung, dass es diese neue Lackierung, die hier unten zu sehen ist, dadurch zu gewinnen gibt, so als Hauptbelohnung vielleicht. Ja, im Hintergrund hört er wieder meine Wellies, sorry, aber das ist leider hier nicht anders möglich. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Supertest-Infos. Also diese viele Änderungen mit der Clan-Gefechtssaison, das überspringe ich jetzt etwas. Wenn ihr da weitere Informationen habt, kommt einfach auf unsere Facebook-Seite oder wenn ihr da weitere Informationen braucht oder geht direkt auf die worldofwarships.eu-Seite. Da gibt es dann alle Informationen, die ihr so braucht zu diesen Clan-Gefechten. Da gab es ein paar Änderungen, aber sind jetzt nicht gigantisch, ja, wollen wir mal so sagen. Sind halt mehr oder weniger eine komplett neue Karte dabei und eine, die leicht geändert wurde mit Tränen der Wüste. Ja, allgemein gibt es da ein paar Informationen ringsrum. Und dann kommen wir zu den Supertest-Informationen, wo wir hier schon waren. Schiffslackierung, ja. Die Schiffslackierung der Japaner ist in Zukunft veränderbar. Zumindest ist es im Moment auf dem Supertest so. Sobald man die Yamamoto Isokuru Kollektion vervollständigt hat, und zwar alle vier Teile, Uniform, Uniformgegenstände, Belohnung und Schiffe, hat man die Möglichkeit, eine zweite Farbe hinzuzufügen, ja, und dann damit dieses Grün vielleicht zu ändern in ein Blau, ja, das ist zumindest die Information, die wir jetzt hier schon mal raus haben. Hier gibt es schon mal ein Bild, ja. Finde ich ganz cool, ja, dass das nicht mehr nur grün ist, dass man das auch noch ein bisschen beeinflussen kann. Und dazu gibt es dann halt die Information auch zum Hermes-Szenario nochmal, ja, dass zum Beispiel die Spielmechanik durch dieses Gewitter stärker beeinflusst wird als in diesen Gewittern, die es im Moment in dem Spiel gibt. Und zwar ist die Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptbatterien von 5 auf 5 statt 20 Sekunden reduziert. Das heißt, ihr schießt, ihr seid sichtbar und geht, selbst wenn ihr voll sichtbar seid, nach 5 Sekunden wieder zu. Das ist richtig genial. Ja, also man kann quasi breitseitig stehen und der Gegner hat nur 5 Sekunden, um sich neu zu orientieren und die Kanonen möglicherweise erst dann ausrichten zu können. Ja, das finde ich schon mal richtig geil. Und dann kommt der nächste dazu. Beim Schießen auf Schiffe, die in der lokalen Wetterzone sind, also ihr, die euch möglicherweise in der Wolke versteckt, wird die Streuung um einen Faktor von 1,5 bis 2 erhöht. Das heißt, dass die Streuung der Gegner, die auf euch schießen, einfach mal größer ist. Und das ist vielleicht auch mal eine geile Sache, die man dann für sich nutzen sollte. Ich bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja schon wissen, oder zumindest viele Indizien darauf hindeuten, dass das nicht eine komplette stürmische Karte sein wird, sondern dieses Szenario, dieser Sturm bewegt sich über die Karte. Das ist nur eine Gewitterzelle, wenn man dazu sagen möchte. Und wenn man sich in diesem Bereich bewegt, hat man selber zwar auch schlechte Sicht und man muss draußen Leute haben, die dafür einen aufklären, aber man ist eben auch geschützt. Und das sind die Besonderheit an der ganzen Geschichte. So, da zeige ich euch gleich nochmal was dazu, als kleinen Tipp. Aber dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wir sind jetzt hier schon bei der... ich gehe mal den Supertest-Details weiter durch, bevor wir scrollen lieber nochmal runter. So, das ist jetzt natürlich ziemlich doof, aber leider ist das nicht anders sortierbar. So, es gibt einmal hier dieses Video. Das ist auch von World of Warships direkt teilbar oder sichtbar.
Und da wird halt auch nochmal ein bisschen gezeigt, was wie diese Wettereffekte aussehen. Ja. Was ich schon sehr, sehr beeindruckend finde. Mit Sound ist es nachher nochmal ein bisschen krasser. Ja. Wie gesagt, findet ihr in der Facebook-Gruppe von World of Warships oder auf der Facebook, auf der offiziellen Seite in einem Nachrichtenartikel oder eben bei uns hier auf der Secrets Facebook-Seite. Und dann gibt es noch die Details zur Kronstadt. Ja. Das ist ja auch immer ein viel umwobenes und viel gesagtes Schiff, wo viele Sachen und viele Vermutungen so in der, unterwegs sind. Hier gibt es bei wgnews.com die Informationen, die jetzt aktuell im Spiel im Supertest verfügbar sind. Zum Beispiel wird hier auch von einem Sigma-Wert gesprochen, von 1,8. Ja? Und hier sieht man alles Mögliche, also wirklich sehr, 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 sehr viele Details. Zu Feuersektoren der Sekundärbewaffnung. Hier kann man sich wirklich alles reinziehen, wie das im Moment im Spiel ist. Zum Beispiel auch hier Zeit zur maximalen Beschleunigung vorwärts. 40 Sekunden, das ist mal nice to know. Ist wirklich, hat man auch nicht überall. Und man hat sogar noch ein 3D-Modell, wenn man hier auf Play drückt, dann lädt sich ein 3D-Modell und dann kann man sich das Schiff in Ruhe angucken und da durchzoomen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder zurückkomme. Genau, dahin. Und das sind jetzt die super, das sind jetzt die Details, die wir zur Kronstadt sozusagen zur Verfügung stellen können, also die Community zur Verfügung stellen kann und ich euch hier in der Flaschenpost zur Verfügung stelle. Das sind hier wirklich jede Menge Details, da kann ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das ist so viel und wir wissen auch, wir wollen die nicht zu hoch bewerten. In den Supertests gibt es immer wieder eine Menge Sachen, die dann nachher noch geändert werden. Darum wollen wir erstmal sehen, wie sich das entwickelt und wir werden später sicherlich nochmal detaillierter über die Kronstadt berichten, sobald sie ein bisschen mehr Supertest-Infos, also ein bisschen mehr Supertest-Zeit durchlaufen hat, wo da sicherlich noch die eine oder andere Anpassung stattfinden wird, worüber wir dann natürlich auch berichten werden. So, jetzt gehen wir aber hier zurück in die richtige Reihenfolge. Sorry dafür, aber das ist leider halt auch nicht anders möglich, das anders zu sortieren jetzt. Ja, also wie gesagt, kommen wir dann als nächstes zu dem Hafen von Marseille. Da gibt es eine ganz geile Tour auf der worldofwarships.eu Seite, wo genau nochmal erklärt wird, wie der Hafen, wo Besonderheiten von dem Hafen sind, wie sich da angestrengt wurde, den Hafen möglichst detailliert umzusetzen, auch von der damaligen Zeit. Ja, wie gesagt, wenn ihr unsere Flaschenpost verfolgt habt oder die letzten Livestreams auch rund um Frankreich und die ganzen Informationen, die zu dem Patch kamen, konnte ich eigentlich schon ein bisschen was dazu erzählen. Hier in dem Innenstadtbereich und über die hier Notre Dame de la Garde und so weiter, da habe ich euch schon ein paar Sachen gesagt. Ich persönlich finde, Marseille ist eher gut umgesetzt und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, vor kurzer Zeit mal in Real da gewesen zu sein. Ja, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall, sich die ganze Sache mal reinzuziehen. Ist jetzt erstmal nur ein Appetizer von mir. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und den Hafen bis jetzt nur in-game genossen habt, zieht euch diese Sachen mal rein. Ist wirklich schön geschrieben und ich finde, wenn man sich so ein bisschen auseinandersetzt damit, ist das einfach irgendwie immer nochmal was Besonderes irgendwie. Und dann sieht man auch, wie viel Zeit die Entwickler da rein investieren, damit wir auch ein geiles Spielerlebnis haben. So, dann kommt der nächste Punkt. Ja, wer uns followt oder folgt bei YouTube, hier bei Facebook oder bei Twitch und am besten bei allen dreien, hat halt jetzt vor kurzem vielleicht auch mal die Möglichkeit bekommen, von uns eine andere Art von Replay zu sehen. Das ist ein bisschen Eigenwerbung jetzt, aber wir haben ein anderes Replay gemacht als das, was ihr bis jetzt von uns kennt. Ich möchte jetzt gar nicht groß darauf eingehen. Schaut es euch einfach an. Ja, also ihr könnt auf die über die Facebook-Seite zu dem Video kommen oder ihr geht direkt auf unseren YouTube-Kanal und sucht das etwas andere Replay vom Ulpi. Ja, er hat ja schon ein paar Videos produziert. Das hier ist komplett anders als das, was er vorher gemacht hat. Ja, ich wünsche euch da schon mal viel Spaß dabei, nachdem ihr die Flaschenpost weiter zu Ende geguckt habt. Ja, ich blende auch, glaube ich, gerade da oben ein, eine Verlinkung in Richtung dieses Replays. So, und dann kommen wir zu dem großen Bereich, der Adler ist gelandet. Da gab es jetzt, es gibt ja jetzt so viel, wir haben euch so viel Informationen hier präsentieren können und auch raussuchen können aus dem Game, in-game. Gleich morgens, am Freitagmorgen um 6 haben wir euch, um 7.32 Uhr haben wir euch hier schon die ersten Informationen rund um die, um den Adler zur Verfügung gestellt. Ja, wie viel sie kosten soll, welche in-game Missionen verfügbar sind, dass man sie jetzt auch in-game kostenlos erspielen kann.
Und ja, das alles ein bisschen länger dauert. 18 Aufträge sind von 26 zu erledigen. 2 Aufträge gelten jeweils immer 3 Tage lang. Das heißt, wir kommen irgendwann Mitte März, kommt ihr dann da an und habt das Schiff kostenlos, habt dann allerdings nicht mehr die Möglichkeiten, Viva La France Container zu bekommen für jeden Tag, an dem ihr dieses Schiff fahrt, sowie die 200% EP-Bonus, die ihr bekommt, wenn ihr das Schiff kauft, habt ihr dann auch nicht mehr mit dabei. Und das bringt mich zu dem Punkt, den, was ich hier auch gerne nochmal erwähnen möchte. Und zwar haben wir Geburtstag. Aktuell, ja, am 26.02. ist es soweit, da wird SeaCrowds ein Jahr alt. Und aus diesem Anlass verlosen wir aktuell ein Basispaket des Adlers, also die Egle wird komplett verlost und ihr werdet die Chance haben, am 20.02. im Livestream die Auslosung zu begleiten und ihr würdet dann direkt im Livestream sehen, wer gewonnen hat, um zu sehen, wie ihr da mitmachen könnt. Einfach hier bei uns raufklicken oder bei YouTube besuchen, da gibt es alle Informationen, die ihr benötigt, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, wenn ihr denn möchtet. So, das war nochmal ein bisschen Eigenwerbung, wa? Ist sonst nicht so unser Ding, aber in dem Fall muss das einfach mal sein, weil ich glaube, das ist das erste Schiff, was SeaCrowds überhaupt verlost. Das ist der erste französische Zerstörer und ja, wir sind ein Jahr alt geworden, das passt irgendwo, von daher, ja, ich denke, das ist ganz passend. So, dann haben wir natürlich auch hier für euch die Egle vorgestellt. In einer Flaschenpost als Schiffsvorstellung. Von daher ist das natürlich dann auch noch dazu gekommen. Und dann geht's schon weiter. Wir haben eine Folge für British Spyery gemacht und dann da haben wir die Line freigespielt. Ewigkeiten her. Ich weiß, die letzte British Diary Folge war im November. Das haben wir jetzt vor ein paar Tagen und zwar gestern um 12.50 Uhr. Was? Gestern um 12.50 Uhr? Da war ich doch gar nicht online. Heute ist Dienstag. Nee. Irgendwas stimmt hier mit dem Datum nicht. Ist schon ein bisschen her, aber wie auch immer, auf jeden Fall haben wir Sonntag das Schiff freigespielt. Und von daher wollte ich euch das unbedingt mitteilen, dass wir das jetzt haben, weil ich euch damals auch versprochen habe, dass ihr uns begleiten könnt, wie wir die britischen Schiffe bis auf T10 bringen. Jetzt sind wir bei der Line angekommen, also haben wir ein kleines Video dazu gemacht. So. Jetzt geht's aber weiter, und zwar zu den wirklich wichtigen Infos für euch. Die richtig wichtigen Infos sind, es gibt World of Warships Codes. Ja, es gibt 10 Codes, die ihr hier alle nochmal einlösen könnt, diese Voucher. Ja, geht einfach, wenn ihr sie einlösen wollt, hier oben auf Anmelden und dann könnt ihr hier Wargaming, dann gibt es hier so einen Button Wargaming Code aktivieren. Und sobald ihr darauf klickt, könnt ihr die Codes nach und nach hier abtippen oder einfach einfügen, kopieren und ihr kriegt alle Aufträge, sind teilweise echt einfache Aufgaben dabei und diese Flaggen einfach mal mitzunehmen, ist glaube ich nicht verkehrt, sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Viel Erfolg dabei und ja, das Feedback war recht reichhaltig und ja, ich denke, dass viele Leute das schon genutzt haben, aber es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der es noch nicht wusste, von daher viel Spaß damit. So, über die Kronstadt haben wir schon gesprochen und dann kommen wir zu den letzten Informationen, die wir jetzt so mit zuletzt gepostet haben. Ist auch aus der Quelle worldofwarships.eu Seite. Haben wir für euch da rausgesucht. Und zwar gibt es eine kleine grafische Aufarbeitung der Statistik zu den gewetteten Gefechten. Das macht Wargaming ja immer mal wieder. So, dass man da so ein bisschen einen Überblick bekommt, wie weit haben die Leute eigentlich gespielt. Und ganz interessant finde ich hier, es wurden fast 16 Millionen gewettete Gefechte gefahren. Das muss man sich mal reinziehen. Es gab insgesamt 271 Teilnehmer, die ein bisschen mehr, die daran teilgenommen haben. Und von den gesamten Teilnehmern verteilt sich hier, kann man hier die Rängeverteilung sehen. 15,37% sind beim Rang 15 stehen geblieben, sozusagen. Und nur 2,21% haben dann wirklich diesen Marathon. Es ist ja am Ende eigentlich nur ein Zeitspiel bei den gewetteten Gefechten. Wenn man lang genug spielt, kommt man mehr oder weniger automatisch auf Rang 1. Man muss halt nur lange aushalten. Der eine braucht 150, der nächste braucht 280 Gefechte. Das liegt nicht mal unbedingt immer nur am persönlichen Skill, sondern einfach an der Teamzusammenstellung. Und das muss man irgendwo in den Kopf reinkriegen und sich nicht demotivieren lassen. Und dann ist es auch kein Problem, immer Vierter, Dritter,
Fünfter, Sechster oder wie auch immer zu werden, je nachdem, wie lange man dann Zeit hat auch. Ja, 2,21%. Bei uns im Clan hat es wieder jemand geschafft. Ain't Nobody hat wieder Rang 1 in dieser Season erreicht. Ich weiß gar nicht, ob es noch jemand geschafft hat. Ich weiß aktuell nur von ihm. Ja, herzlichen Glückwunsch auch noch von meiner Seite dazu. So, und dann kommen wir hier zu den beliebtesten Schiffen. 1,957 Millionen Gefechte wurden mit der Bismarck gefahren oder da wurde die Bismarck ausgewählt. Und dann kommt nicht etwa die Loyang, die in den gewendeten Gefechten ja wirklich eine große Rolle gespielt hat. Es gab die Benson. Und wer aufgepasst hat, weiß, dass die Loyang ja quasi auf die Benson basiert. Also ist das schon mal sehr, sehr ähnlich. Dann gab es die Schapajew als Kreuzer, der da mitgefahren ist. Radar war auch da, wieder besonders wichtig. Und die Lexington. Ja, die Zahlen, wie gesagt, ihr könnt das auf der Facebook-Seite nochmal ganz genau nachlesen, wie oft jetzt hier auch welche Preise vergeben wurden. Und was ich persönlich total krass finde, der schnellste Platz 1 wurde nach 6 Tagen erfahren. Es hat 6 Tage gedauert, um einmal einzusteigen, von dem untersten Rang bis auf Rang 1. Das war ein echter Sucht, die kann man wirklich so sagen. Das hier sind weltweite Berichte, das heißt, es geht nicht nur um den EU-Server oder den Asien-Server, es geht um alle Server, wo World of Warships gespielt wird. Und ich finde das immer wieder cool, so eine Statistik irgendwie auch mal auszuwerten und so ein bisschen sich anzuschauen. So, und dann gibt es gleich natürlich nachher wieder einen Livestream von uns. Nicht nur am 17., sondern auch hier wie immer dienstags am 13. und meistens auch am Wochenende streamen wir für euch live. Ja, zeigen euch aktuelle Inhalte aus dem Spiel. Und zocken auch gerne mit euch zusammen. Die Teamspeak-Adressen stehen bei uns immer unten drunter. Das heißt, ihr könnt in den Livestream auch immer mitkommen und selber mit uns kommunizieren und im Livestream mit uns Divi fahren. Ja, und ich denke, auch das ist doch was Interessantes, was mal zu erwähnen gilt. Ja, wie gesagt, abschließend nochmal darauf hingewiesen, wer Bock hat, bei dem Gewinnspiel teilzunehmen. Ich verlinke das gleich unten in dem Video nochmal und auch oben wird es gerade wieder eingeblendet, beziehungsweise am Ende dieses Videos gibt es auch nochmal eine Einblendung. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ich hoffe, ihr konnten euch wieder so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Für jemand, der jetzt vielleicht nicht jede Homepage liest oder jede Facebook-Gruppe liest oder so. Wir fassen hier bei Seacrowds immer alles möglichst präzise und schnell zusammen. Auch in unserer Arbeitszeit, in der Pause, setzen wir uns schnell mal hin und scrollen durch die Facebook-Gruppen durch und suchen für euch die wichtigen Informationen, die es rund um World of Warships und World of Warplanes gibt, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Ich sage tschüss, haut rein, bis zum nächsten Video oder bis nachher in den Livestream. Euer Marara, euer Seacrowds-Team. Ciao, ciao.